Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Vor einiger Zeit habe ich die ersten 6 Teile der Lisa Film Collection von Subkultur bekommen und die Reihe zugegebenermaßen danach ein kleines bisschen aus den Augen verloren. Sonst hätte ich mir womöglich die 7. Ausgabe zu dem Film Sunshine Reggae auf Ibiza gleich beim Release geholt, denn da war zum ersten Mal dann auch noch eine Limited Edition Erstauflage am Start, wo der Soundtrack des Films mit dabei war. Die ist mittlerweile natürlich ausverkauft und wird dann wahrscheinlich einen etwas tieferen Griff in das Geldbörsel erfordern, um das noch in meine Sammlung zu bekommen. Aber als ich jetzt dann eben für mein kommendes neues YouTube-Format Der Harte und der Zarte gemeinsam mit Frank Buttermann eben recherchiert habe bezüglich dieses Films und draufgekommen bin, ey, ups, ich hätte mir das früher kaufen sollen, habe ich entdeckt, dass es noch einen zweiten Titel gibt, der eben als limitierte Erstauflage mit Soundtrack-CD erscheint und frei nach dem Motto Fool me once, shame on, naja, eigentlich niemanden, weil gefoolt wurde ich ja gar nicht, aber definitiv Fool me twice, shame on me. Und deswegen habe ich jetzt gleich einmal zugeschlagen und mir eben diesen Teil aus der Lisa Film Collection zu dem Film Die Nichte der O mit Emmanuel Sylvia Christel zugelegt. Wobei man an dieser Stelle dazu sagen muss, dass es Filme gibt, die ihre Titel ganz offensichtlich öfter wechseln als manche Leute ihre Unterhosen. Der Film kam nämlich im November 1974 unter dem Titel Es war nicht die Nachtigall. In die deutschen Kinos im März 1975 wurde der Titel dann allerdings in Der Liebesschüler geändert, weswegen der Verleih auch komplett neue Kinoplakate gedruckt hat. Und 1978 hat dann Residenz den Film noch einmal in die Kinos gebracht und hat dann den neuen Titel Die Nichte der O verwendet, um ganz offensichtlich eben diesen Film ein bisschen an die Geschichte der O anzulehnen, obwohl der Film inhaltlich eigentlich rein gar nichts damit zu tun hat. Der Film kam dann eben unter dem Nichtentitel auch von MCP, die ja damals auch zahlreiche Lisa-Filmtitel veröffentlicht haben, im August 2012 auf DVD auf den Markt und landete dann später eben bei Subkultur und ist jetzt hier die Nummer 10 insgesamt schon der Lisa-Film-Collection, eine sehr, sehr schöne einheitliche Reihe in Scannable Keep Cases, die eben hier auf dem Spine oben dann auch durchnummeriert ist. Was eben diesen Release zu etwas ganz Besonderem macht, ist eben die beiliegende Soundtrack-CD. Auf der anderen Seite hat man hier für das Backcover-Artwork witzigerweise dasselbe Motiv verwendet, das damals bei der alten DVD von MCP als Frontcover-Motiv zum Einsatz gekommen ist. Beziehungsweise findet man dann hier eben auch die Information, dass wir den Film in 2 verschiedenen Schnittfassungen bekommen. Auf der einen Seite dann nämlich eben die original ungeschnittene Fassung und die alternative Schnittfassung ist circa 12 Minuten kürzer und liegt außerdem laut OFDB-Eintrag auch nur als Standard Definition Upscale vor. Aber natürlich gibt es die ungekürzte Filmfassung in der Hauptqualität und es gibt, wie wir vorher schon annehmen durften, eben hier auch ein Wendecover ohne das große FSK-Logo vorne drauf, wo eben auch der Hinweis auf diese Limited Special Edition entfällt. Von der gibt es insgesamt nur 1000 ein Stück, wobei die Edition halt eben nicht individuell durchnummeriert ist. Dafür können wir jetzt eben einmal einen Blick auf den Soundtrack werfen und den finde ich in diesem Fall deswegen ganz besonders interessant, weil der mit einer Gesamtlaufzeit von über 52 Minuten eigentlich recht umfangreich ausgefallen ist. Das Subkultur allerdings die Tracklist hier oben nur auf 4 Titel begrenzt hat und dann einfach und viele mehr geschrieben hat, was tatsächlich den Einträgen in der OFDB auch dazu verleitet hat, nur die ersten 4 Tracks auch wirklich zu benennen im Fassungseintrag und die anderen von den insgesamt 29 Tracks einfach nur als Track zu bezeichnen, weil offensichtlich keiner weiß, wie die anderen Tracks von dieser CD heißen. Das hätte ich irgendwie schön gefunden, wenn man das hier abgedruckt hätte, beziehungsweise vielleicht sogar auf einem beiliegenden Faltblatt oder sowas, aber das ist in diesem Fall auf jeden Fall Meckern auf höchstem Niveau. Insgesamt muss man echt sagen, ist das sicherlich ein interessanter und wahrscheinlich auch einer der wenigen wirklich expliziteren Filmproduktionen der Lisa-Film, aber einer, den ich mir jetzt eben genau aufgrund von seiner Hintergrundgeschichte sehr gerne in meine Sammlung geholt habe.